Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von The Weekly Cane. Endlich wieder ganz normal als Folge und nicht als Livestream. Meine Güte, was sollte denn dieser Scheiß? Also wirklich, wir kommen auf so einen Mist. Also, geht gar nicht, geht überhaupt nicht. Ja, war mal ein kleiner Versuch. Ich denke immer noch, das Weekly Cane-Format ist wirklich für das Livestream eigentlich sogar sehr, sehr gut geeignet, weil man kann ein Thema durchsprechen und dann eben mit dem Zuschauer, mit dem User, mit dem Chat genau darüber reden, über das, was man eben gerade als Thema hatte. War nur leider eben während des Weekly Canes-Anteils leider nur zu wenig Leute da, als dass da irgendwie richtig Bewegung reinkam, muss ich wohl leider genau so sagen. War wahrscheinlich auch der falsche Tag dafür. Gehen ja viele auch Freitagabends dann so weg, wo ich am Stream war. Zusätzlich war natürlich ein riesiger Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe das Ding einfach immer weiter gemacht. Ne? Normalerweise der Weekly Cane Anteil war ja so etwa 1 Stunde und 40 plus Spider-Quen 1 Stunde 46. Ne? Finde ich für Live-Format, also für Livestream, wo du noch mit Leuten redest, ganz gut. Und ich hatte ja 10 Minuten früher gestartet und die gehen ja, zählen ja eigentlich auch nicht mit rein in das Weekly Cane. Also kann man so sagen, 1 Stunde und 30 etwa war so wirklich dieser Weekly Cane-Anteil. Und bei der Menge an Comics, die ich besprochen habe, fand ich, war das ganz gut. Also wenn ich hier in diesem Format so viele Comics habe und News habe, bin ich auch meist bei 1 Stunde und 30. Also fand ich, war das ganz gut. Hatte mir extra einfach wirklich gesagt, ich mache jetzt nicht so Review-mäßig, sondern gehe einfach wirklich mehr auf den Inhalt ein. Ne? Und ich bin der Meinung, das hat ganz, ganz gut soweit funktioniert. Aber ich hätte danach eben Schluss machen müssen und für FAQ hätte ich einen neuen Livestream starten sollen, weil das eben für jeden, der das später sich anschaut, natürlich nicht so geeignet dann noch war, weil das Ding ging ja über 4 Stunden. Ne? Ja, aber trotz allem finde ich, die Idee ist ganz nett und ich denke mal, es wird auch noch ein paar Mal passieren. Es wird jetzt hier keine Regel, also nichts sein, was dauerhaft ist, also ich jetzt nur noch Weekly Cane live mache. Aber vielleicht mache ich das so einmal alle 2 Monate oder alle 3 Monate einmal, wo es sich halt mal so anbietet. Ne? Wir werden es sehen. Ne? War natürlich auch blöd, dass ich gerade in der Woche so viel gelesen habe. Die Woche wäre da noch viel, viel geeigneter gewesen, weil da habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Titel hier nur liegen und nicht mal was Digitales zu Ende gelesen. Also ich habe schon was Digitales gelesen, aber da habe ich noch 1,5 US-Hefte vor mir. War aber auch Megabandformat, also über 400 Seiten und ja, habe ich gut weggelesen, sage ich mal, wie es ist. So, okay, News. Ja, Cable bekommt eine neue Ongoing, aber nicht der alte Cable, sondern der junge Cable von Gary Dugan und Phil Nato. Ich habe mir das nicht mal aufgeschrieben, ne? Wisst ihr jetzt Bescheid? Weiß nicht, was ich schon halten soll. Ich mag auch diesen jungen Cable nicht. Ich möchte den alten Raubein zurück. Ne? Aber es wird vielleicht noch ganz interessant, wie Hope so generell mit dem jungen Cable so umgehen wird. Ne? So, kommen wir zu dem, was ich die Woche so geschaut habe. Ich habe mir Dragon Ball Z Broly reingezogen. Ist nicht meiner. Hat ein Kumpel sich geholt und mir ausgeliehen. Ne? Und ich hatte ja wieder vorher nur gehört, wie schlecht der Film ist. Und wie schlecht die Synchro ist. Und alle sind wieder enttäuscht. Ja, ich fand ihn super. Ich fand den Film super unterhaltend. Ich muss sagen, Tommy Morgenstern hat meiner Meinung nach gute Arbeit auf Goku hier wieder abgeleistet. Ich bin ja kein Fan der Original Dragon Ball Synchro. An Kampf der Götter kommt es natürlich trotzdem nicht dran. Das war nun mal etwas mehr Geld reingeflossen für die Synchro, ne? Von Universum Anime, als jetzt Case hier reingesteckt hat. Aber ich fand, Tommy macht seine Arbeit ganz gut. Sprecher von Vegeta, da weiß ich wieder den Namen nicht, fand ich auch super. Wirklich kann ich nicht meckern. Freezer hat ja eh seinen neuen Sprecher und der ist eh top, der ist so viel besser als der alte Sprecher. Ja, und was haben wir noch? Der einzige, der mich enttäuscht hat, ist mein Lieblingssynchronsprecher David Nathan, der Piccolo spricht, ist zwar hier wirklich nur ganz, ganz kurz irgendwo in der Synchronrolle zu sehen, aber es war wieder dieses Kratzige wie im Dragon Ball Z damals und in den alten Dragon Ball Z Filmen
Und bei Kampf der Götter hat das ja wirklich so gemacht, dass es krätzige so nicht ganz so war, ne? Und das war wirklich endlich mal so Piccolo, wie ich ihn mir immer gewünscht hätte, ne? Und hier geht's eben wieder in das Alte und das hat mir wieder gar nicht gepasst. Und ich bin großer Fan von David Nathan. Ich denke, das sollte mittlerweile auf diesem Kanal wirklich bekannt sein. Allein für seine Performance auf Spike bei Buffy liebe ich ihn. Aber er macht ja auch Christian Bale und Johnny Depp und da auch immer super genial, wenn er da drauf spricht. Ich habe einige Hörbücher von ihm. Er ist ein wirklich begnadeter Sprecher und darum finde ich das so ein bisschen schade. Er passt irgendwie da nicht so drauf. Ich fand ihn bei Kampf der Götter war ich endlich mal zufrieden mit seiner Synchronarbeit auf Piccolo bei Rückkehr auf F, weiß ich schon gar nicht mehr. Habe ich auch nur auf Pusimax aufgenommen, ne? Ja, ansonsten hat man jetzt hier im Broly jetzt offiziell in den Dragon Ball Z, Dragon Ball Super Kanon überführt. Denn die Dragon Ball Z-Filme waren ja nie Kanon, die waren ja nie Teil der großen ganzen Dragon Ball Mythologie, ne? Wo Broly ursprünglich reingekommen ist und man hat ihm hier einen viel glaubwürdigeren Background gegeben. Im Original war es so, Broly hat einen Hass auf Kakarot, weil Kakarot in der Wiege neben ihm lag und die ganze Zeit geheult hat und Broly dann mitgeheult hat und das weiß dann der Broly noch als Erwachsener, dass neben ihm das Baby ständig geheult hat und auch noch den Namen. Klar, wissen wir, ist ja so logisch, ne? Totaler Bullshit, ne? Und hier hat man es jetzt ganz anders gemacht. Broly steht jetzt in der Beziehung zu Vegeta, ne? Und zwar war Brolys Messung nach der Geburt eben mega hoch und dadurch bekam er sozusagen die größte, beste, wertvollste Brutschale der Saiyajins und Vegeta eben nur zweite Reihe, weil er eben nicht ganz so mächtig war. Und das passte König Vegeta nicht, woraufhin er eben Broly und seinen Vater, den eben Namen weiß ich wieder nicht und ich werde ihn jetzt hier noch gar nicht so schnell erkennen wahrscheinlich, nein, ja, verbannt hat, ganz einfach. So, und das ist natürlich für mich viel glaubwürdiger, dass man einen Hass auf die Verräter hat, auf Vegeta und König Vegeta und eben Prinz Vegeta. Fand ich viel glaubwürdiger, ne? Das Ding spielt nach Dragon Ball Super. Darum verstehe ich auch nicht so ganz, warum man jetzt Tommy Morgenstern wieder genommen hat und nicht die Supersprecher, weil er ist ja Teil des Dragon Ball Super Storylines sozusagen, ne? Ja, Broly wird eben jetzt von der Freezer-Armee, der ja wieder lebt, das ist für mich kein Spoiler, ist durch, lief auf Pusimax und ist schon 2 Jahre, 3 Jahre alt. So. Jedenfalls wird eben Broly da aufgesammelt und ja, da denkt sich doch Vegeta, Freezer, den schicken wir mal zur Erde, der soll Vegeta umbringen und ja, mal ein bisschen mit Goku kämpfen und am Ende erledige ich Freezer natürlich Goku. Ne? Fand ich von der Story her wirklich gut. Was ein bisschen schade ist, die Gruppe Z kam jetzt, sonst war da nicht drin vor, es war halt wirklich ein reiner Vegeta und Goku-Film. Und was ich eben auch wieder schade fand, und das war eigentlich auch schon bei Rückkehr auf F mein Problem, eigentlich sind es beides, also auch Rückkehr auf F, Vegeta-Filme. Beides Filme Vegeta. Vegeta macht den großen Kampf gegen Freezer in Rückkehr auf F und kämpft gegen ihn, ja, dann zerstört Freezer die Erde, der Engel dreht die Zeit zurück und Goku mischt sich dann in den Kampf ein, um alles noch die Zerstörung der Erde zu ändern. Fand ich scheiße, weil das war Vegetas Moment. Und hier ist es eben ähnlich. Die Feindschaft existiert ja zwischen Vegeta und Broly. Und kriegt Vegeta einen Schlag ab, wird sozusagen nur aus dem Kampffeld geschlagen, nicht mal betäubt oder so. Und dann sagt Goku, so, jetzt will ich aber auch und kämpft dann eben mit Broly. Fand ich leider auch da wieder nicht so schön. Weil das einfach wirklich für mich ein Vegeta-Film gewesen wäre, wo Vegeta eigentlich auch wieder die Screen Time gebraucht hat und man muss nicht auf Krampf, meiner Meinung nach, bei Dragon Ball eben unbedingt alles auf Goku drehen. Ne? Es sind ja noch mehr Helden und Figuren da. Ne? Das fand ich ein bisschen schade. So, was haben wir noch? Artstyle und Artbook und Animationen. Also, Animationen richtig geil. Alles richtig geil aus, richtig geil speedmäßig. Ne? Vor allem dann der Kampf, das ist war so rasant, so wirklich actiongeladen, so fließend. Bombe. Ne? Artbook bestand im Endeffekt aus zwei Artbooks, so diesen Dragon Ball Super vor dem Turnier der Stärksten. Ne? Ne, Turnier der Stärksten hat ja einen neuen Artstyle, ne? Eben so einem Art, ich würde sagen, skizzenhaften Stil, so wie mit Bleistift so ein bisschen grob gezeichnet und dann ausgemalt. Beides so mal in der Kombi fand ich spitze.
Artwork, war grundsolide, eben durch diesen Stil auch gegeben, aber es gab immer mal wieder so einzelne kleine Momente, wo die Zeichnungen doch nicht so pralle waren. Ne? Viele verwechseln ja mal Animation und eben, ja, die Zeichnung miteinander. Es ist ja beides nochmal zweimal was unterschiedlich. Also es gab so ein, zwei Szenen, nicht wirklich 10, sondern nur ein paar Sekunden, wo du eben gesehen hast, ah, jetzt ist das Gesicht nicht ganz ausgearbeitet. Ne? Sowas war da eher mal. Ne? Aber ansonsten war ich wirklich richtig begeistert von diesem Film. Hätte ich Case ehrlich gesagt auch nicht zugetraut. Ne? Ich hatte meinen Spaß damit. Also ich kann ihn empfehlen. Ne? Ich weiß aber, wie gesagt, in der Anime Community wird der Film ja wieder eben gerade total zerrissen. Ja, aber ich kann nicht meckern. Was vielleicht noch zu sagen wäre, ab und zu waren eben die japanischen Voice Actor beim Geschreie zu hören. Ja, das ist noch erwähnenswert. Ne? Den Kumpel, von dem ich das habe, der ist jetzt auch nicht so ein Anime-Freak wie ich, ne? Sondern der guckt eben mal so einzelne Animes, ne? Und gerade Dragon Ball, ne? Und er hat gesagt, der fand er super. Er hat da nichts Störendes gefunden und ich habe auch nichts gefunden. Aber ja, ich kenne ja die Szene. Also über Synchro wird ja immer gelästert. Ne? So, kommen wir zu dem, was ich gelesen habe. Ich habe gelesen als allererstes Kinderland vom guten Marvel. Weil in letzter Zeit dürfte er ja sich einen Namen gemacht haben durch den dritten Lucky Luke Kumar-Spand, der auch von ihm war. Ne? Und mit Kinderland schreibt er so ein bisschen was aus seiner Kindheit wieder. Kinderland, eine Kindheit im Schatten der Mauer. Denn hier spielt die Geschichte in der DDR, ne? Wo der gute Marvel auch aufgewachsen ist. Ne? Und wir lernen hier den jungen Mirko kennen. Ne? Der einfach eines Tages im Bus zur Schule will, aber der Fahrplan hat sich leicht verändert und er kommt leider in einen Bezirk raus, wo er gar nicht will, wo er sich auch gar nicht auskennt. Und hier trifft er auf ja, den neuen Schüler seiner Schule, den Thorsten, der eigentlich auch eher so ein das ganze Gegenteil von Mirko ist. Mirko ist der typische Streber, der ja der Lerntyp, den alle eher belächeln, der auch nicht so viele Freunde hat, der ganze Zeit nur mit den Büchern rumsitzt, ne? Und Thorsten ist halt eh der von der letzten Schule wegen Fehlverhalten geworfen wurde, der sich eben auch mal prügelt, der eben auch freche Antworten gibt und der vor allem nicht Mitglied der FDJ ist, was natürlich auch noch ein großes Problem ist. Jedenfalls hilft der gute Thorsten dem guten Mirko doch noch in die Schule zu kommen, ne? Und darüber freunden sich die beiden an. Aber wie gesagt, Thorsten ist nicht Mitglied bei der FDJ und das wird natürlich generell nicht so gerne im Schulkollektiv gesehen. Und dementsprechend stößt das auch auf Widerstand innerhalb von Mirkos Klasse. Thorsten geht in eine andere Klasse, dass er sich da mit diesem, ja, sagen wir mal, Fahnenfeind sozusagen verbündet, ne? Aber eines Tages passiert dem guten Mirko was relativ Dummes. Eigentlich ist er für jeden Sport nicht zu gebrauchen, kriegt dafür auch Ärger mit seinem Sportlehrer, weil er sich da einfach schlichtweg nie anstrengt. Aber durch einen blöden Zufall gerät er in der großen Pause mitten in ein Tischtennisspiel und ja, gibt die Bälle mit dem Buch, was er eigentlich gerade lesen wollte, immer wieder zurück. Und man merkt, ey, er hat Talent dafür, ne? Kriegt noch eine Kelle dauerhaft geliehen und fängt an, Tischtennis zu spielen. Und darüber bringt er auch Thorsten mit dazu, Tischtennis zu spielen, wodurch der gute Thorsten auch im Ansehen generell der Schule auch ein bisschen ansteigt, auch wenn er nach wie vor so ein bisschen biestiger ist, ne? Und er unterstützt halt Mirko auch immer wieder, also wirklich sehr schön erzählt, ne? Und dann möchte die 7a, in der ja Mirko geht, ein Tischtennisturnier veranstalten zum Schulfest. Dies wird aber wiederum von der Klassenlehrerin nicht so gern gesehen, denn ja, die DDR ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr so angesehen, was Tischtennis angeht, weil die Chinesen viel, viel besser sind, als wir es waren zu dem Zeitpunkt. Und dadurch wird dieser Sport nun nicht mehr gefördert und auch nicht mehr so gern gesehen. Man soll eben was anderes machen, worin eben die DDR doch eher glänzt, ne? Und nun versucht die 7a und Mirko und auch mit der Hilfe von Thorsten doch irgendwie dieses Turnier doch noch an den Start zu bringen, ne? Ja. Aber zusätzlich steht ein, ja, alles veränderndes Ereignis bevor, was da vielleicht auch seine Auswirkungen haben
könnte auf dieses Turnier. Ne? Es ist eine ganz klare Coming-of-Age-Story innerhalb der DDR. Wir erleben mit, wie Mirko eben seinen ganz normalen Schulalltag mastert, wie er aber auch eben ja auf Klassenfahrt ist, ne? Seine Zeit eben bei der FDJ, wie er Klavierunterricht nimmt, wie er auch mit den Problemen eines Jungen am frühen Morgen zu kämpfen hat. Oder auch mal einfach so zwischendurch am Tage, wie es einfach nun mal so ist. Ne? Wie es aber auch eben das Blöde ist, er ist eben gleichzeitig noch katholisch und das war auch nicht so gern gesehen im Endeffekt. Und er sich sozusagen auf die Kommunion noch vorbereiten muss. Ne? Ja, wird hier drinnen ganz klar besprochen, aber natürlich auch FKK gehört auch dazu. Ne? Ansonsten wird aber auch natürlich die kritischen Themen auch mit aufgegriffen, sprich Mauerflucht wird mit aufgegriffen, Thema Stasi, aber auch, dass man bestimmte Sachen eben nur vorgehaltener Hand sozusagen gesagt hat und nur zusammen mal Leute, mit denen man auch verwandt war, weil könnte ja wer Falsches hören, ne? Ist nun mal so und das wird hier nicht totgeschwiegen, aber hier wird meiner Meinung nach kein schlechtes Bild von der DDR dargeboten. Ich habe dieses auch meiner Mutter zu lesen gegeben. Sie hat es nicht komplett gelesen, aber sie hat zumindest reingelesen und stimmt mir da auch zu. Es ist ein ordentliches Bild, also sie hat sogar vor mir gelesen. Es ist ein ordentliches Bild, was von der DDR hier wiedergegeben wird, eben auch wirklich so, wie es für ein Kind damals war, denn ein Kind hat einfach eine ganz normale Kindheit verlebt, ne? Und das war ganz sicher nicht die schlechteste Kindheit, denn das hört man immer wieder, wenn man mit Leuten, die ihre Kindheit da erlebt haben, auch redet. Ich leider habe da keine bewussten Erinnerungen dran, denn ich ging damals noch in den Kindergarten, als die Mauer fiel. Ich war da etwa 3 Jahre alt oder bin gerade 4 geworden. Nee, ich müsste 3 Jahre alt gewesen sein, als die Mauer fiel. Ne? Also habe ich da natürlich keine bewusste Erinnerung an das alles, an die direkte Kindheit. Ne? Und dementsprechend kann ich mir darüber natürlich gar nicht so sehr ein Bild machen. Ich sage aber auch ganz ehrlich, ich romantisiere auch gerne mal die DDR, aber ich bin mir schon bewusst, was alles los war. Ne? Natürlich findet man auch viele Anleihen auf, ja, Sachen, die in der DDR innen waren, wie die Western-Filme oder auch gleich diese schöne Beginn hier am Anfang, ne? Wie einfach dann morgen aufgeht. Man sieht das Sandmännchen, Pitti Platsch, ne? Dann hier klassische Papp-Sonnenschutz, ne? Sowas hatte ich halt auch noch, ne? Dann hier die so eine kleine selbstgebastelte Batterietaschenlampe, ne? Da drunter ein altes Mosaikheft, ne? Also hier Indianerfiguren, wie wir sie alle hatten, also hier ist wirklich alles gegeben, hier Poster von der Olsen-Bande war sehr beliebt, ne? Was ich nicht ganz verstehe, ist, was der Schlumpf da macht, aber okay, ne? Also es ist wirklich eine wunderschöne Coming-of-Age-Story, ne? In der aber ganz sicher nicht das Politische im Vordergrund steht, sondern ganz klar die Kindheit von Mirko, ne? Und eben von seinem Kumpel Thorsten. Also wunderbar inszeniert. So, dann habe ich gelesen ATB Classic Karl Barks Band Nummer 4 mit wieder sehr vielen geilen Stories, die wieder super flüssig geschrieben sind, bis auf eine. Dazu kommen wir gleich. Ne? Hatte also wieder richtig Spaß, richtig geile Abenteuer. Hier war aber auch so eine, ja, so hier was drin, einfach so eine Vorlesegeschichte, die auch wirklich urisch lang ist, wie ihr seht. Also die habe ich ehrlich gesagt nicht gelesen, weil dann lese ich doch eher einen Stephen King Roman, als jetzt hier irgend so eine Donald Duck Vorlesegeschichte, die schlichtweg kein Ende nimmt. Ne? Ansonsten hier wirklich alles sehr, sehr schöne Storys hier drin. Auch ein paar richtig schöne Langstories, Abenteuerstories, aber hier sind jetzt auch vermehrt One-Pager drinne. Darum ist jetzt hier die Inhaltsangabe auch ein, also bisher hatten wir immer nur 2 Seiten Inhaltsangabe, jetzt haben wir 3 Seiten Inhaltsangabe wegen den One-Pager, ne? Zusätzlich gibt's hier noch eine kleine Besonderheit. Und zwar ist es jetzt hier so, dass hier 2 Geschichten sind, da sind die Original-Druckfilme ja nicht mehr komplett oder wurden nachbearbeitet. Und zwar in der Geschichte Jagdfieber, ne, haben wir eben zum Teil noch eben die Original-Druck-Filme, die dann eben neu koloriert wurden. Und da drinnen kommt, fehlt dann, wie ihr hier seht, plötzlich hier noch Original-Druckfilm. Hier dann nicht mehr, ne? Da musste man das Ganze jetzt eben aus einem alten Comic rauskopieren, weswegen hier natürlich die Farbgebung anders ist, ne? Und verwaschener, weil das eben jetzt nicht mehr eine weiße Seite ist, wie hier noch war, die man einfach koloriert, sondern einfach wirklich eben ja aus einem alten Comic kopiert wurde, ne? Muss aber sagen,
Ich finde das eigentlich sieht viel geiler aus. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde mit der alten Kolorierung sieht das viel besser aus, ne? Und die Story, der letzte Morbundus, die ist 1994 in Mickey Mouse Heft entschieden, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Also ich habe das hier mich vorhin gelesen. Genau, 1994 ist diese Geschichte hier auch im Mickey Mouse Heft über mehrere Ausgaben erschienen, ne? Da gibt es überhaupt keine Originaldruckfilme mehr. Hier ist es so, dass einfach die Originaldruckfilme nachträglich bearbeitet wurden und die Geschichte sehr selten veröffentlicht wurde, weswegen man hier halt wirklich auch auf ein uraltes Comic zurückgreifen musste, aus dem man sich nun hier die Seiten rauskopiert. Aber ich muss sagen, ich finde, das sieht viel geiler aus, weil das so viel nostalgischer aussieht, ne? So. Ansonsten haben wir jetzt hier die ersten drei Abenteuer von Dagobert Duck drinne. Apropos Dagobert Duck, ist auch gerade eben Karl Barks Album Nummer 59 erschienen, oder zumindest sieht das hier jetzt bei uns gerade am Kiosk aus. Und da sind die ersten beiden Dagobert Duck Abenteuer drin. Und das kostet eigentlich fast dasselbe, könnt ihr euch also eher das mitnehmen, habt ihr denselben Inhalt. Wollte ich nur mal so erwähnt haben und habt sogar noch eine Dagobert Duck Story mehr drin. Also die ersten drei Dagobert Duck Stories sind hier drin. Jetzt müssen wir aber hierzu sagen, das ist nicht der Dagobert Duck, wie wir ihn heute kennen. Dagobert Duck wird später von Karl Barks, keine Ahnung, wie viele Bände das dann noch dauern wird, neu erfunden. Ja, er hat ihn hier eigentlich nur mal für einen einfachen Auftritt mal eingeführt, für eigentlich eine Story, und dann hat er ihn eben wiederverwendet, aber er war nicht der Dagobert Duck, wie wir ihn kennen, nicht der Dagobert Duck, der am Klondike nach Gold geschürft hat, oder diese Abenteurer, der auf Schatzsuche geht. Nein, er war ein schlicht normaler Geschäftsmann, der einfach sehr gut verdient hat. Mehr nicht. Nicht die reichste Ente der Welt und kein Abenteuer. Und er ist ein Schisser. Ne? So, das muss man einfach vorher wissen. Hier haben wir natürlich dann wieder das Veröffentlichungsproblem, weil hier drin haben wir jetzt Geschichten, die wurden bei uns 51 erschienen. Eine, die ist 94 erschienen. Welche, die sind in den 70ern erschienen. Ne? Die sind nicht zeitnah und nicht chronologisch original bei uns erschienen. Ne? Wodurch natürlich dann die Übersetzung eher an den aktuellen Gegebenheiten angepasst wurde. Das heißt, dass in einer Geschichte hier Dagobert Duck trotzdem als die reichste Ente der Welt bezeichnet wird. Und zwar das Gespenst von Duckenburg. Geilste Geschichte aus diesem Band. Oder ich würde sagen, eine der drei geilsten Geschichten aus diesem Band. Weil das mit dem Morbius-Falter oder Morbium-Falter war auch genial. Und dann war hinten noch so eine richtig coole Story. Ja, hier, so eine Western-Story ist hier noch drin im Moment. Die heißt, weil ich sie gerade hier habe, so, zurück. Der Sheriff von Bullet Valley war auch richtig, richtig genial, ne? So. Jetzt muss ich hier nochmal Dagobert Duck. Erste Story mit ihm. Ich war enttäuscht. Nicht, weil Dagobert Duck hier nicht so ist, wie wir ihn kennen. Das wurde hier erklärt. Ist super, passt. Komme ich mit klar. Habe ich kein Problem. Ist klasse, passt. Wurde das eigentlich erklärt oder habe ich das bei Wikipedia nachgeschlagen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe es bei Wikipedia nachgeschlagen. Ist aber egal. Jedenfalls, es ist eben nicht der Dagobert Duck. Ihr wisst das jetzt von mir. Kann man also mit leben. Alle anderen Storys super flüssig geschrieben, keine Übergangsprobleme. Aber die erste Geschichte in diesem Band und der erste Auftritt von Dagobert Duck, Christmas on Beer Mountain oder zu Deutsch die Mutprobe, da fehlt ständig irgendwas. Also man hat immer das Gefühl, es fehlt jetzt eine Seite oder gar eine Panne. Ganz zu Beginn der Geschichte ist Donald mit den Neffen in Hawaii und macht da Urlaub, hat aber kein Geld für die Rückreise und sie würden gerne zu Weihnachten zu Hause in Entenhausen sein und ja, jammern deswegen rum. Zur selben Zeit sitzt ja Dagobert Duck bei sich zu Hause in der Villa und ich hasse alles. Jeder hasst mich. Ich hasse Menschen. Ich hasse alle. So typisch Gutschaltmäßig, ne? Und dann erinnert er sich, aber ich habe ja Verwandte. Verwandte habe ich. Vielleicht feiere ich mal mit denen. Aber sie müssen sich mir beweisen. Mutprobe. Die sollen in eine von meinen Berghütten, ne? Und dort sollen sie jetzt sein und ich schreibe ihnen, da sind Bären. Ja? Und wenn sie keine Angst vor den Bären haben, dann sind sie es wert, dass ich mit ihnen Weihnachten feiere. So. Und nun kriegen halt Donald und die Boys Einladung dahin. Und wir befinden uns ganz eindeutig wieder in Entenhausen. Wie kommen die jetzt zurück nach Entenhausen, möchte ich wissen? Okay, gut. Jedenfalls brechen dann unsere Enteriche auf zu der Berghütte. Ne? Hier ist alles wunderbar für sie vorbereitet. Geschenke. Es ist nicht die reichste und nicht die knauserigste Ente der Welt. Es ist ein gut verdienender Enterich, der eben auch
kein Problem hat, Geld für Geschenke auszugeben. Ne? Einen vollgepackten Kühlschrank ist auch da. Was aber fehlt, ist ein Weihnachtsbaum. Und die Neffen wollen gern einen Weihnachtsbaum haben. Und Donald, draußen sind Bären, hat doch Onkel Dagobert geschrieben. Habe ich Angst vor. Und die Neffen, bequatschen aber Donald so lange, bis sie doch losgehen, einen Weihnachtsbaum zu suchen und zu fällen. Aber genau damit holen sie sich aber erst die Bären ins Haus, um genau zu sein, einen kleinen Bär. Hier alles wunderbar flüssig, wirklich so wunderbar flüssig. Irgendwann sucht natürlich Mama Bär den kleinen Bären. Wunderbar, super flüssig, funktioniert, alles gut, alles wie man es von Karl Barks erwartet, ne? Dann kommt Dagobert Duck endlich ins Spiel, der doch jetzt mal gucken will, was nun hier los ist, ne? Und vor allem eigentlich sich selbst als Bär verkleiden wollte, um die, um seinen Neffen zu erschrecken, ne? Um zu schauen, ob es halt wert ist, ne? Ja, und da sieht er eben, wie Donald eben mit dem Bären zusammen sozusagen vom Lagerfeuer liegt. Die sind eigentlich nur beide K.O., aber er findet es, oh, mein Neffe ist mutig, ne? Er selbst hat aber Schiss und rennt raus und sagt dann zu seinem Fahrer, zu seinem Butler, geh mal da rein und sag denen, die dürfen mit mir Weihnachten feiern, ne? So. Und, ja. Wir blättern um. Und wir sind wieder in Entenhausen. Alle feiern zusammen und sitzen jetzt zusammen und feiern Weihnachten. Und ja, was ist jetzt aus den Bären geworden? Das war jetzt das erste Mal, dass Karl Barks mich vom Storytelling enttäuscht hat. Schlichtweg, weil da Übergänge fehlen. Zwischendrin, habe ich ja gesagt, war es wieder richtig flüssig. Aber ganz am Anfang fehlt was und ganz am Ende fehlt was. Und das fand ich ein bisschen schade. Schlichtweg. Dann kommen wir zu etwas, wo ich gar nicht weiß, wie ich es zusammenfassen soll. Bruce Banner Hulk Nummer 3. Der unsterbliche Hulk. Schaut am besten bei Comic In vorbei, wenn ihr da wirklich richtig deep drinne stecken wollt, weil der analysiert das wirklich bis zum Ende aus. Ne? Hier haben wir urisch viel, was einfach zum Interpretieren einlädt. Ne? Zum Schluss hatten wir es eigentlich jetzt, also im letzten Band, dass eben Absorbing Man, der jetzt ein Red Hulk war, gegen den Hulk gekämpft hat und dabei dieses böse, dunkle Wesen, was sich im Hulk festgesetzt hat, absorbiert hat. Und darüber hat sich nun die Green Door geöffnet, das grüne Tor. Und alle Anwesenden, also von der Gamma Base, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, Gamma Flight, sowie die Reporterin und Hulk und Absorbing Man werden nun in die Hölle gezerrt. Das erwartet uns hinter der grünen Tor. Und hier stehen sie einem teuflischen Wesen, All About One, glaube ich, heißt es zu Englisch. Auf Deutsch hat es, glaube ich, keinen Namen. Jedenfalls kann ich ja keinen Namen nennen. Gegenüber, und diese hat sich aber wiederum mit der Seele von Brian Banner vereinigt. Bruce Banners Vater. Und dabei wird dann nochmal Bruce' Kindheit sehr aufgegriffen. Etwas, was mich natürlich ganz klar an meine Anfangszeiten bei Hulk erinnert, nämlich Marvel Spezial Nummer 7 müsste es gewesen sein. Und vor allem dann auch die Flashback-Ausgabe. Das müsste Marvel Spezial 9 gewesen sein. Jedenfalls, das wurde hier eben auch nochmal schön aufgegriffen. Zusätzlich wird hier auch eine Dreifaltigkeit dargestellt. Wir beschäftigen uns in der ersten Ausgabe mit dem Thema Gott, in der zweiten mit dem Teufel und in der letzten mit dem Hulk in der Beziehung, sozusagen. Ne? Was auf alle Fälle viel Interpretationsspielraum zulässt. Ne? Und einfach ran wird in dieser Ausgabe auch die Rückkehr einiger bereits verschwundener Hulks angedeutet. Die Sache, die ich ja sehr gehasst habe, Dr. Green, ne? Dieses Thema wird sozusagen nochmal neu aufgegriffen und neues Potenzial geschürt, vor allem da auch mindestens ein Hulk, der tot ist, wieder am Leben ist und der auch schon viel, viel länger als Doc Green schon tot ist. Ne? Wodurch eben auch ganz klar wohl für uns zu interpretieren ist, dass nicht nur dieser Hulk unsterblich ist, sondern alle Hulks unsterblich sind. Ich kann nur wirklich die Videos von Comic In dazu empfehlen. Ich versuche eben die betreffenden Ausgaben hierfür rauszufischen und in die Endcard zu verlinken. Dann habe ich Uncanny X-Men Nummer 4 gelesen. Ne? Es, ja, die Schlinge um den Hals unserer X-Men zieht sich
immer enger, überall brechen mehr Feuer aus. Wir haben nur noch eine kleine Gruppe von X-Men, die eben versucht wird, ja, auszulöschen. Zusätzlich ist nun dieser Impfstoff gegen das X-Gen draußen und jetzt sollen alle Kinder sozusagen zwangsgeimpft werden. Und da müssen sich unsere Freunde nun auch was einfallen lassen und Dark Beast hat zusätzlich die Lösung. Ne? Zusätzlich wird auch noch Emma Frost von der Regierung gesteuert oder zumindest versucht die Regierung sie zu steuern, um eben die letzten Mutanten im Endeffekt auszulöschen. Ne? Wir haben hier eine Ausgabe, bei der nochmal einen ganzen Batzen X-Men stirbt. Gleichzeitig kriegen wir aber auch die Auflösung der Vorgängerstory mit X-Men hier auch sozusagen noch geliefert. Ne? Ja, ging mir teils wirklich ganz an die Nieren. Es ist ein sehr düsteres X-Men, was wir hier haben. Die ersten zwei Ausgaben, ja, klar hatten die X-Men da Probleme, aber es war eben noch dieses hoffnungsvolle X sozusagen. Dadurch, dass wir eben noch X-Men Gold sozusagen als Hauptteam hatten und X-Men Red, die hier sich zusammentun und die ja eher für Hoffnung, für Gemeinschaftlichkeit stehen, haben wir ja hier eher mit einem Untergrund-X-Men-Team zu tun, eher einem X-Force mit Überlebenden und auch wirklich fragwürdigen Gestalten dabei, ne? Die ja einfach nur noch eine gute Partie sozusagen abliefern wollen, bevor sie endgültig in die Annalen der Geschichtsbücher eingehen. Also sie wollen nochmal beweisen, wir waren Helden und nicht nur die Monster, zu denen ihr uns machen wollt, liebe Menschheit. Nee, fand ich wirklich nochmal richtig stark am Ende. Ein paar Verluste gingen mir doch sehr nah, also es ist wirklich viele Personen, die hier gestorben sind. Ne? Dann habe ich gelesen, Age of X-Men, Marvelous X-Men. Hier beschäftigen wir uns jetzt direkt mit den Folgen von Band 2 von Uncanny X-Men, ne? Und ist im Endeffekt eine Parallele zu Age of Apokalypse, nur diesmal eben in einer Welt, die X-Men erschaffen hat. Hierbei enthält uns Panini wieder einiges vor. Insgesamt gibt es 6 Age of X-Men-Serien. Und wir bekommen halt nur The Marvelous X-Men hier drin. Und in der nächsten Ausgabe, die ich noch nicht habe, Apokalypse und The Extracts, ne? Was wahrscheinlich aber von der Auswahl jetzt augenscheinlich erstmal eine gute Wahl war, weil die beiden Serien sich sehr stark ineinander übergreifen. Das merkt man eben diesem Band an, dass immerzu wieder auf Apokalypse eingegangen wird und das, was dort passiert. Aber wie gesagt, es gibt noch 4 andere Serien und das Gute ist, es ist gerade Holiday Sale bei Comixology und 3 der fehlenden Age of X-Men Serien bekommt man für 2,69 €. Kompletter Band, ne? Sammelband. Und die letzte war aber dann doch 4,49 €, habe ich aber dann auch noch mitgenommen, ne? Das ist einmal Next Wave, glaube ich, hieß es. Da geht es eben mehr um die X-Schulen, augenscheinlich. Dann Prisoner X, da erfahren wir, was wie es mit Bishop weitergeht. Und da werden wir uns wohl auch mit Beast beschäftigen. Ich habe das noch nicht gelesen. Dann haben wir The Amazing Nightcrawler. Nightcrawler ist in dieser Welt ein Filmstar. Wir werden dann wohl mehr darauf eingehen. Ne? Und das letzte habe ich vergessen. Ja, habe ich vergessen. Den habe ich noch nicht so ganz im Blick. Den habe ich noch nachgezogen. Ich hatte eigentlich, bei Instagram hatte ich 6 Comics gepostet, die ich eben aus diesem Sale gekauft habe. Den letzten X-Men, Age of X-Men Teil habe ich aber gar nicht wahrgenommen, habe ich sozusagen übersprungen und habe ihn dann erst 2 Tage später noch gekauft. Ne? Und dadurch weiß ich jetzt nicht, wie der heißt. Ne? Aber ich denke, Panini hat hier wirklich schon das Wichtigste genommen, weil die beiden ineinander übergehen. Ne? Aber in den jetzt weiß ich es, da geht's um dieses Jägerteam. Genau, in der letzten geht's, in der letzten Miniserie geht's hier um die X-Men, die sozusagen unterwegs sind, um die Moral zu stützen und da deswegen auch eben einige Leute einkerkern oder an Gedächtnisse rumspielen. Genau, darum geht es in der letzten Gruppe. Aber wie gesagt, wir haben hier eben die X-Men, die die Helden sind, aber eben, ja, eigentlich keine Gewalttätigen mehr sind, weil es gibt ja keine Gewalt auf dieser Welt. Und dann haben wir Apokalypse, der eben die Menschen wieder zur Liebe zurückbringen will und zur Fleischeslust und zu Gefühlen. Sozusagen, ne? Und dementsprechend die beiden Serien werden sich wohl am ehesten noch miteinander zusammenhängen und dadurch wird die Wahl wahrscheinlich nicht so schlecht gewesen sein, werde ich aber erst sagen können, wenn ich die anderen Spin-Offs gelesen habe, die anderen Tie-Ins. Normalerweise ist das Buslektüre, jetzt habe ich aber 2 Wochen Urlaub und ich bin am überlegen, es trotzdem einfach mal so nebenher so mit jetzt durchzulesen, was sonst nicht ganz so meins ist. Ne? So, dann habe ich gelesen Nightwing Band Nummer 7, den hatte ich ja jetzt übersprungen und wer das auch gemacht hat, ist okay, lass diesen Band stecken, wirklich, also
Nein. Cyberterrorismus. Es geht um Cyberterrorismus. Ganz, ganz einfach. Hier wird in ganz Splithaven irgendwelche Virtual Reality Geräte vertickt. Also, das ist mir schon so viel über. Das ist eigentlich mir schon zu sehr 80er, 90er Jahre Story, wo man noch solche Stories geschrieben hat. Heute weiß man, dass das Bullshit ist. Und die werden halt überall hingeliefert und auch an Supermärkte, wodurch dann die Bananen frisch aussehen. Also, ein Scheiß, ne? Gleichzeitig haben diese Geräte aber alle so eine komische Spinne drin und eine davon verbindet sich mit Nightwing, weswegen er jetzt zwischen Realität und Virtual Reality gefangen ist, ne? Und nur mit Babs zusammen das alles, also mit Barbara Gordon, das alles irgendwie wieder in Ordnung bringen kann. Das Problem ist nur, es gibt zwei Barbara Gordons, ne? Und die Story wird nicht beendet. Darum könnt ihr euch das sparen, denn mit dem nächsten haben wir ja einen Reboot des Ganzen und ich bezweifle stark, dass diese komische Story um noch fortgesetzt wird. Und wie gesagt, sie hat mir persönlich jetzt keinen Spaß gemacht. Die war mir zu Cyberpunk-mäßig für Nightwing, zu abgehoben, passte überhaupt nicht. Ne? So, und kommen wir zum letzten. Doctor Strange, Blut im Äther, offizielle Marvel Comic-Sammlung Nummer 145, war letzte Woche erschienen, wenn ich mich jetzt nicht irre, genau, die Woche ist Venom in der roten Sammlung erschienen, was ich mir aber nicht geholt habe, weil mich hätte nur die Amazing Spider-Man-Ausgabe interessiert. Und jetzt beschäftigen wir uns mit den Nachwirkungen der ersten beiden Ausgaben, wo ja Doctor Strange gegen diese Epilika noch irgendwas gekämpft hat, die sozusagen ja alle Magie aus der Welt verschwinden ließ. Und jetzt versucht sich die Magie zu heilen und Doctor Strange hat im Endeffekt keine Kraft und da taucht Baron Mordo wieder auf. Yeah! Und er hat volle Zauberkraft. Yeah! Aus einer düsteren Quelle. Yeah! Und Strange hat keine Chance gegen ihn, aber bevor es zum finalen Kampf kommen kann, wird Strange von ja, Nightmare entführt. Und dann darf er sich noch mit Zatanna Orb rumschlagen, bevor es wieder gegen Baron Mordo geht und ja, seiner geheimen Kraftquelle. Und zusätzlich taucht auch nochmal dieses finstere Wesen aus, was aus dem Leid Dr. Strange erschaffen wurde, was hier jetzt auch einen Namen bekommt, und zwar Misery. Mr. Misery. Geiler Name. Jason Aaron, geile Arbeit. Schlichtweg dann zu die geilen Zeichnungen von Chris Bachalo, auch top. Leider ist eine Ausgabe hier drinnen nicht von Chris Bachalo. Und zwar die erste, die ist von Kevin Nowlan, was erstmal für mich ein 0815-Stil ist. Gefällt mir schon mal gar nicht. Und man versucht hier aber gleichzeitig ein Spiegelbild zur ersten Ausgabe von Jason Aaron zu stellen. Ich hoffe, ich finde die mal ganz schnell. Da ist er. Und zwar hiermit. Und das sieht bei weitem nicht so geil eindrucksvoll aus, wie es bei Chris Bachalo aussah, ne? Also wie hat sich jetzt die Wahrnehmung für Doctor Strange in dieser Welt verändert, nachdem eben der Großteil der Magie verschwunden ist, ne? Also ich hatte richtig Fun damit und freue mich auf die nächste Ausgabe, denn Mr. Misery scheint noch einen ganz, ganz bösen Plan auf Lager zu haben, um sich an dem guten Stephen Strange noch zu rechnen, rächen, nicht zu rechnen, zu rächen. Also ich hoffe, dass es nicht zu lange dauert, bis der nächste Band kommt. Wir wissen ja, vom ersten bis zum zweiten war ein Jahr vergangen. Fand ich nicht so prall. Ja, so, gut. Dann war diese Woche Freitag, also 20. Mein letztes Adventstürchen da gewesen. War ja Teil des Comic-Cube Adventskalenders und hatte zwei Türchen. Das ist rausgekommen. Auflösung des Gewinnspiels ist natürlich noch nicht da. 3 Tage ist noch nicht durch. Es ist, glaube ich, Montag, ne? Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Montag um 12 Uhr muss ich das dann machen. Wahrscheinlich mal ein paar Stunden später, ne? Also man braucht nicht ganz auf die Zeit achten. Aber ich denke, jeder ist bis heute Abend damit durch, wer da am Gewinnspiel teilnehmen möchte, ne? Werden eh wieder nicht so viele sein. Und ich werde dann irgendwie mal einfach so ein Gewinnspiel-Auflösungsvideo einfach zwischendurch schieben. Einfach mal rein knallen, ne, als einzelnes Video, ne? Also ihr müsst da nicht bis nächste Woche warten, ne? So, genau, ne? Jedenfalls hatte ich ja zwei Türchen, aber ein Türchen, ja, wurde nicht freigegeben, sozusagen.
Da war ich zu weit weg vom Comic-Thema, meiner Meinung nach zwar nicht, aber wie gesagt, das ist immer so eine kleine Auffassungsgabe und ich sollte mir doch bitte was anderes überlegen. Das hatte ich ja dann gemacht mit diesem kleinen nennenswerten Empfehlungen rund um Santa. Aber wie gesagt, ich hatte schon ein anderes Türchen fertig und das werde ich jetzt hier hinten ran nochmal ranschneiden, meine Lieben. Ja, ich schneide das jetzt hier nochmal ran. Werde aber alles oder habe eigentlich schon alles rausgeschnitten, was mit dem Gewinnspiel zusammenhängt. Schlichtweg nicht, dass jetzt hier noch einer versucht, an einem Gewinnspiel teilzunehmen und es gibt ja gar nichts mehr zu gewinnen, meine Freunde. Also na, darum habe ich das mal einfach rausgeschnitten und werde das jetzt hier mal hin dran knallen, weil ich über diese Folge doch sehr, sehr zufrieden war. Ich sage mal, ich finde das neue Türchen 20 super, aber das finde ich genauso super. Also die beiden haben mir wirklich beide sehr, sehr gut gefallen und dementsprechend wollte ich es trotzdem gerne veröffentlicht haben. Ne? Aber wie gesagt, ich sollte mir was anderes überlegen und das habe ich ja dann auch gemacht. Ganz einfach. Ne? So, ja, und das dürft ihr euch jetzt bitte noch anschauen. Ho, 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 liebe Freunde, willkommen zu meinem Beitrag für den Comic-Tuber Adventskalender 2019. Dies Jahr bin ich endlich mit dabei. Letztes Jahr habe ich meine Einladung dazu nämlich verloren gehabt. Ja, und ist dann erst im März erfahren, dass ich hätte dran teilnehmen sollen. Tja, bescheiden gelaufen. Dies Jahr bin ich dabei. Dieses Jahr wird das Ganze von Comic In und von Katz ins Leben gerufen. Also lasst uns nicht lange rumschnacken, lasst uns loslegen. Dieses Jahr haben wir so als Rahmen dafür ein kleines Weihnachtswichtchen gemacht. Jeder hat Begriffe zugeschustert bekommen, die er so als Grundgedanken für sein Video nutzen soll. Ich habe für dieses Video das Thema Weihnachtsgeschichte nach Dickens bekommen. Und ja, da war ich als erstes am überlegen, Batman Noel? Nö, wird wahrscheinlich jeder andere machen. Streich mal gleich und habe überlegt, was ist denn für mich an Weihnachten eine Tradition? Und dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, das werde ich mir auch nochmal in der Endcard verlinken, weil das ist nämlich weitaus ausführlicher, als ich hier Zeit habe. Ich habe hier leider nur so eine 3er-Edition, werde aber hier jetzt das Bild drüber knallen. An Tokyo Godfathers gedacht, meinen absoluten Lieblingsanime, ein Anime, den ich jedes Jahr zu Weihnachten schaue. Die drei Obdachlosen, Jin, ein Alkoholiker, Hana, eine Tunte, und in Animes sind Tunten immer die coolsten Charaktere, das bleibt so, ne? Und die Ausreißerin Miyuki finden zu Weihnachten in einem Berg voller Müll ein schreiendes kleines Baby. Hana, die ja selbst keine Kinder kriegen kann als Tunte, möchte natürlich hier gleich Mutti werden, ne? Aber die anderen beiden schaffen es, sie davon zu überzeugen, dass das Kind zu ihrer Mutter zurück muss, ne? Neben dem Baby haben die drei auch noch einen Schlüssel für ein Bahnhofsschließfach gefunden und begeben sich nun eben auch genau dorthin, ne? Und finden dort einen Rucksack, in dem sie weitere kleine Informationshappen finden, mit denen sie eben eine riesige Schnitzeljagd quer durch Tokio machen können. Was hat das aber jetzt mit der Weihnachtsgeschichte nach Dickens zu tun? Also, Jesus, okay, das Baby passt da schon mal echt gut da rein, ne? Baby, Jesus, passt. Die drei Waisen wären die drei Obdachlosen, mehr oder weniger. Könnte man also schon darauf hinausbringen. Aber es steckt wirklich auch die Weihnachtsgeschichte darin, denn während dieser Reise, ne, bekommen es die drei eben wirklich im übertragenen Sinne mit den drei Geistern von Weihnachten zu tun. Nicht, dass jetzt wirklich ein Geist zu ihnen auftaucht, aber nein. Sie werden mit der Vergangenheit konfrontiert, mit der Gegenwart und sogar mit der Zukunft. Und das macht wirklich Spaß. Dieser Film von Satoshi Kon ist so vollgespickt mit ganz, ganz vielen kleinen netten Details, die es zu entdecken gibt und sehr viel Interpretationsspielraum auch lässt und sogar ein ganz, ganz verstecktes Happy End hat, wo man auch wirklich diesen Film sehr aufmerksam geguckt haben muss. Und ich finde jedes Jahr irgendwas Neues, was mir noch nie zuvor aufgefallen ist, ne? Und wie gesagt, wir haben hier eigentlich nicht nur die Weihnachtsgeschichte nach Dickens drin verarbeitet, nein, wir haben auch die Weihnachtsgeschichte, die klassische Weihnachtsgeschichte, die Geburt von Jesus im Endeffekt auch mit hier drin verarbeitet. Und das gibt eine wunderbare Mix und ist für mich wirklich eine Weihnachtstradition, die ich jedes Jahr mache. Und darum werde ich auch in der Endcard
mein Video dazu, was ich vor 2 oder 3 Jahren mal gemacht habe, nochmal hinten verlinken und hoffe, ihr schaut rein. Dazu hatte ich, glaube ich, auch damals noch selbst einen kleinen Trailer geschnitten. Auf alle Fälle kann ich auch dieses Video nur empfehlen. Ja, und damit sind wir durch und ich wünsche euch dann nun noch abschließend eine frohe Weihnacht, ne? Und dann hoffe ich, dass wir uns dann bald wiedersehen. Tschüss, Leute!